Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute zusammen die Traditionsausrüstung vom Zwerg angucken. Und dazu habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich die Voraussetzungen schon mal erspielt, um quasi einmal meine Questreihe hier zu spielen zu können und dann dementsprechend die Traditionsausrüstung zu kriegen. Und zwar müsst ihr erstmal einen Charakter haben, der ein Zwerg ist offensichtlich, kein Dunkeleisenzwerg, sondern ein normaler Zwerg und der muss 120 sein. Und zusätzlich als zweite Voraussetzung braucht ihr noch einen ehrfürchtigen Ruf bei der Zwergenfraktion, also Eisenschmiede in dem Fall. Zusätzlich gibt es jetzt auch noch eine andere Traditionsausrüstung auf der Hornseite beim Blutelfen. Die Questreihe werde ich auch noch spielen und euch dann dementsprechend da auch die Traditionsausrüstung zeigen. In dem Video jetzt aber erstmal die Geschichte vom Zwerg. Vielleicht ein paar kleine Tipps am Anfang, wenn ihr euch das erspielen wollt. Charho spielen, denke ich mal, brauche ich nicht viel zu sagen. Zum Ruf solltet ihr den jetzt nicht durch normale Questen schon haben, kann ich euch empfehlen, in Eisenschmiede euch einmal den Wappenrock zu holen und dann Dungeons zu rennen. Da gibt es nämlich relativ viel EP und zwar holt ihr euch den Wappenrock. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nach EF reindingsen kann. Genau, hier beim Flugmeister sind zwei Händler und zwar einmal ein Rüstungsmeister der Zwerge und einmal ein Rüstungsmeister der Gnome und ihr müsst euch halt beim Zwergen-Rüstungsmeister dementsprechend den Umhang holen. Wappenrock ist es nicht Umhang, genau. Hier, den hier. Wappenrock von Eisenschmiede braucht ihr. Und was ich euch an Instanzen empfehlen kann, ist einmal hier die Botanika. Und zwar befindet sich die in der Scherbenwelt. Und zwar ist es, ich meine, eine von, ich glaube, die hier ist es. Das ist Botanika. Ich glaube, Mechana, Akantras, Botanika und FDS. Also diese Instanz hier. Das ist die mit dem großen Ring, wo ihr außen rumlaufen müsst. Und da bekommt ihr relativ viel Ruf, wenn ihr den Wappenrock anhabt. Ich habe ja so 3.000 bis 4.000 pro Run. So ein Run dauert keine 5 Minuten, ja. 3, 4 Minuten bist du eigentlich durchgelaufen. Bärentatar ist zu empfehlen, auch obwohl das genervt ist, ist es trotzdem noch relativ sinnig, das zu nehmen. Und dann hat man den Ruf, selbst wenn man gar nichts hat, innerhalb von einer Stunde auf die maximale Stufe. Gut, jetzt würde ich sagen, das ist das Vorgeplänkel. Wir schauen uns jetzt zusammen die Questreihe an. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie geht, beziehungsweise was wir machen müssen. Auf jeden Fall soll es am Ende dann einmal unsere Traditionsausrüstung geben. Ach so, hier, Tradition der Bronzebarns. Ach so, schau mal, hier haben wir irgendwas. Wir kriegen direkt die Traditionsausrüstung nach Abschluss der Traditionsausrüstungsquest. Ach, das ist wahrscheinlich eine Quest, die komplett gestaged ist. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also, durchsucht einen Steinbruch, Golbalor. Wo ist denn das? Dunmorok ist das. Ah, na super, jetzt müssen wir wieder rüber. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich nehme den Ruhestein, würde ich sagen. Und gehe dann nach Dingsterbumster, nach IF. Ich dachte jetzt, dass ich irgendwo in der Welt rumreisen muss, aber ich muss anscheinend in so einen kleinen Steinbruch rein, ne? Ich vermute jetzt mal, dass die Questreihe so Phasen hat, weil ich habe jetzt anscheinend gleich die Quest, wo ich am Ende die Ausrüstung bekomme, ne? Ich kann euch jetzt auch nochmal kurz den Händler zeigen, wo man dementsprechend den Wappenrock hinkriegt. Ich bin nebenbei am Streamen noch und grüße euch beide an der Stelle. So, jetzt müssen wir einmal nach EF. Und dann gehe ich flicks zum Händler mit dem Wappenrock, dass ihr das einmal gesehen habt. Und dann brechen wir zum Steinbruch auf und schauen, was wir da machen müssen. Und mir wurde gesagt, ich soll mir ein bisschen Gear vorher farmen. Ne? Ich habe den Char jetzt halt letztens hochgebastelt. Und ihr seht, der hat hier teilweise ziemliches Rotzzeug an. Ja? Also hier kein obwohl, der hat doch, da hat er jetzt schon Azerit-Teile mittlerweile. Habe ich mir. Ach, na stimmt, ich habe noch ein paar Worldquests gemacht. Oder ja, noch ein paar Worldquests gemacht. Aber teilweise hier irgendwelche Low-Items noch, ne, vom Leveln. Aber ich denke mal, mit 320 werden wir die Quest 3 trotzdem gut packen können. So, also, der Händler ist, wie man hier unschwer erkennen kann, einmal ein Gnom und da ist der Zwerg. Und der verkauft uns das. Und ich habe die Sounds ziemlich laut gemacht, dass ihr mögliche Dialoge... Oh, schau mal, das brauche ich für Transmog noch. Mögliche Dialoge, dass ihr die mitkriegt quasi. So, jetzt fliegen wir einmal hier raus. Alter, schmeißen wir mal weg. Also ich bin jetzt kein krasser Transmog-Sammler, ne? Das nicht, aber Sachen, die ich easy mitnehmen kann, die hole ich mir. Ich mache manchmal auch so einen Transmog-Scan mit meinem Addon und nehme das Zeug mit, ne? Also, wenn sich's anbietet, sammle ich das Transmog-Zeug, aber nicht auf Teufel komm raus quasi. So, also dann fliegen wir einmal ganz dahinter.
Ich muss gestehen, hier in Dunmorok war ich schon ewig nicht mehr, ne? Es gibt ja auch nichts Interessantes, was du hier haben willst. Aber diesen Steinbruch, ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich in Dunmorok jetzt groß unterwegs war, war bei diesen Leechen-Invasionen, ne? Wenn ihr das, falls ihr das hier noch kennt, wo man relativ gut Twinks leveln konnte. Und da war eine Invasion auch immer hier in Dunmorok. Und da habe ich doch ganz gut EP gefarmt und auch sehr, sehr viele Chars hochgespielt. Ne? Also das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich so viele Chars auf hohem Leveln habe, weil ich da bei den Invasionen gut zugelangt habe. Immer wenn es eine gute Chance gibt, dann nehm ich die wahr. So, hier ist dieser komische Dings. Aber hier sind lauter Level 20er Mobs, ne? Mobs. Deswegen. Und irgendwelche Was kann ich für euch Gammelzwerge. tun? Halt, ich glaube, ich laufe gerade in eine Sackgasse. So, hier. Wo müssen wir denn lang? Ah, dahinter müssen wir. Also die Transmog-Sets, die habe ich tatsächlich alle, ja. Aber. Hier, wo muss ich? Ah, da hinten rein. Aber ich brauche jetzt nicht jedes Teil unbedingt. Ja, wenn ich es mitnehmen kann, dann Lust nehme ich es auf ein mit. Glas? Aber ich habe noch genug anderes zu tun. Ach, schau mal, da ist ein Mob, den wir umboxen müssen. Ein 120er Trock. Ja. Den boxen wir doch mal schnell um, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert mit meinem Gammelhunter. Was mache ich denn an Single-Target DPS 7K? Ja, ist okay, oder? Ist okay. Geht sicher besser. Was habe ich denn eigentlich für eine Waffe? Aber immerhin eine 340er Waffe habe ich an, ne? Also, ihr seht schon, das ganze Zeug ist aus dem Auktionshaus zusammengekauft für ein paar tausend Gold, weil ich jetzt wenig Lust hatte, mit dem mich komplett hochzufarmen. Das Ich war jetzt brauche ein Ziel. einfach nur, um hier das Event spielen zu können. Okay. Wie, habe ich jetzt die Traditionsausrüstung schon? Das war's doch jetzt noch nicht, oder? Also wir haben jetzt den Typen umgebracht, dann müssen jetzt die Tafel quasi wieder zurück hier reinbringen. Jetzt ist die Frage, soll ich meinen Ruhestein nehmen? Wahrscheinlich bereue ich es, wenn ich meinen Ruhestein nehme. Deswegen fliegen wir jetzt nach Dings zurück rein. Das ist, glaube ich, sinniger, oder? Also wir haben jetzt eine Tafel geholt. Und diese Tafel. Warte mal, ich laufe, glaub ich, falsch. Wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Ich muss hier wieder raus, ne? Also. Ich glaube, ich war da hinten schon richtig. Hier unten durch, oder? Muss ich? Jetzt, nicht, dass ich mich in der Höhle verlaufe hier. Ich habe jetzt nicht so hundertprozentig aufgepasst. Genau, hier bin ich hergekommen und da unten müssen wir wieder hoch. Ja, genau so läuft das. Da wird ein Schuh draus aus dem Ding. Weil eigentlich diese Höhlen immer gleich aufgebaut sind. Ich Zwar habe eine kein gibt's Ziel. in MOP gibt es die gleiche Höhle auch für Timeless Isles. Bloß ist die nicht Hallo? schneebedeckt, sondern Ding. Ist die quasi, naja, so normal braun-erdig quasi. So, einmal raus aus dem Laden und wieder zurück nach Dings. Aber die Traditionsausrüstung habe ich jetzt noch nicht, ne? Es war bloß unten als Belohnung eingeblendet, dass es nach Abschluss der Questreihe hier die gibt, ne? So als Teaser, okay, das ist die Questreihe, wo wir unsere Traditionsausrüstung erspielen können. Jetzt bin ich gespannt, ob die hier eigentlich drin ist, ne? Ob man die schon angucken kann. Ne, das sind die ganzen alten Sets. Kann ich denn hier filtern? Na gut. Ne, das sind hier die neuen. Aber hier gibt es jetzt keine Traditionsausrüstung. Die hat man wahrscheinlich erst dann drin, wenn man sie wirklich auf freigespielt hat, schätze ich mal. Die ist hier nicht drin. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Schlacht um Orgrimmar. Oh ja. Ach ja. Aber gut. Ihr seht schon hier schwere Rüstungssets, da habe ich so gut wie nichts, ne? Die Ledersets, die habe ich natürlich alle, ne? Weil ich mir die auch gefarmt habe, da gab es ja auch Achievements für. Und ja, aber hier schwere Rüstung, ich spiele ja keinen. Ich spiele ja eigentlich jetzt mainmäßig immer den Druid, ne? Deswegen habe ich die anderen Sets jetzt nicht großartig. So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen dürfen. Also wir haben eine schöne Steintafel uns besorgt. Und müssen die zu Bran Bronzebart bringen. Neugier Dahinter haben muss wir. gestillt werden. Sichere Reise. Oh, jetzt müssen wir da runter. Ah, in die Altstadt von Eisenschmiede. Müssen wir gehen. Ich muss noch was machen. Ja, ich dachte es mir schon, sonst hätte ich ja die Dings direkt bekommen. Und zwar ist das hinterm Thron war das, glaube ich, dass man rein konnte. Wo man sich früher in früheren Addons immer reingebackt hat. Ich glaube, in Burning Crusade habe ich mich da mal reingebackt. Da konntest du nämlich immer schon hin, aber. Oder? War das nicht irgendwo hier? Ah, ne, der Eingang war da an der Seite, ne? Da haben sie den hingebastelt.
Da haben sie den hingebastelt, den Eingang, richtig. Und da konntest du dich früher auch schon reinbacken. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? In die Katakomben vom alten Ironforge. What the fuck? Das ist, wenn du die Sounds so laut drehst, ne? Falls jetzt irgendwelche Dialoge kommen, dachte ich mir, ich mach das mal. Wie geht's? Ich bin ganz Ohr. Muss ich dann doch ein bisschen die Ding, weil das ist dann fast ein bisschen zu laut. So, jetzt müssen wir ein paar Eindringlinge killen, oder? Okay. Also Trox müssen wir töten und was müssen wir noch machen? Und anscheinend irgend so ein Boss. Ich brauche ist der oben oder ist der unten? Warte, schauen wir erstmal da oben. Da war ja früher hier, ne, unser Zwergenboss, der Diamantentyp gestanden. Aber der ist jetzt hier nicht. Oh, ach, da kannst du. Ach, du kannst da nicht mal runterspringen, okay. Schau mal an. Safety first. Unsichtbare Wände überall. So, ja gut, dann hauen wir mal alle Trox um, die auf dem Weg sind. Ist natürlich jetzt hier für einen Hunter Kacke, weil durch die ganzen Biegungen triffst du die so schlecht. Ich habe meinen treuen Begleiter dabei, hier meine Schildkröte. Ja. Früher war die Schildkröte eigentlich so das beste Tankpad, weil die diese Special-Fähigkeit hatte, dass sie so einen Panzer machen konnte und hat die ewig viel weniger Schaden bekommen. Aber mittlerweile ist es egal, was du für ein Tankpad hast, die haben alles gleiche. Da bleibt sich das komplett gleich. Ah, schau mal, ich glaube, den da unten müssen wir unboxen. Kann ich da. Nee, da kann. Okay, da kannst du auch nicht runterspringen. Die wollen wahrscheinlich nicht, dass du in die Lava reinkommst. Das wollen die wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn jetzt? 5. Ziehe ich den ganzen Klump einfach mit hier, würde ich sagen. Nicht, dass ich hier verrecke, ne? Das wäre eher uncool. Ich dachte mir, ich cleave die jetzt mal. Okay, ich glaube, das war jetzt eher vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ich habe doch hier noch so eine Heilung. Ihr merkt schon, ich bin ein Profi-Hunter. Ja. Hier. Ja, ich easy überlebt. So. Wo haben wir den Typen jetzt? Da hinten war er, ne? Den müssen wir umboxen. Was sagt denn der Questtext? Töte die Typen, ja. Ihr sagt, okay, Bollweg Bergkönig. Suche. Okay, also wir müssen quasi die Trox hier erstmal aus dem Weg räumen. Ja gut, sonderlich viel mehr wird da drin jetzt auch nicht erzählt. Das Lustige ist, dass hier die ganzen Dingwachen sind und gegen die Trox gefahren. Wie sind denn die Trox hier reingekommen? Das frage ich mich eher. Jetzt müssen wir wohin? Da hinten lang oder was? Was geht euch durch den Kopf? Macht er da jetzt. Ach cool, da ist eine Tür. Kommen wir da jetzt weiter oder was? Ja, nice. Mhm. Das kenne ich noch nicht. Das ist ja cool, das Teil. Sieht so ein bisschen Nordend-mäßig hier aus, ne? Ist das jetzt hier? Excalibur oder was? Zerbrochene Rüstungsfragmente. Okay, klauen wir die mal auf. Ist ja cool, dass wir jetzt in einem Extra-Raum sind. Ah, okay, die Golems, die mögen das anscheinend nicht. Komm, Pet. Tanke ihn. Wahrscheinlich kommt der andere auch gleich raus. Na super, ich wusste es. Muss ich die töten? Oder kann ich die einfach vom Pet wegtanken lassen? Komm, Gammelpet, spotte den. Braucht nur die Rüstungsteile. Die Mobs muss ich, glaube ich, gar nicht töten. Eins. Was passiert, wenn ich hier drin verreck? Ist dann mein Char gelöscht? Weil hier gibt es bestimmt keinen Geisterheiler. So, ich habe die Dings und jetzt muss ich die zurückbringen. Kann ich jetzt einfach hier wieder raus? Ich kann einfach wieder auf die Tür. Ja, weiß ich nicht, ob ich die Mobs richtig wahrscheinlich gar nicht machen kann. Kann ich die looten? Ich kann das so ein Kackpartikel. Oh, Kacke. Sterb halt. Oh, shit, raus aus dem Laden hier. Okay, das war eng. Ach so, schau mal, mein Pet kämpft da noch gegen den einen Wächter da drin. Also erstmal mein Pet weggelunzt hier, der Typ. Okay, so. Also, jetzt gehen wir einmal zurück. Und bringen das Zeug zum Werten Bran. Und was sagt die Questreihe? Mystery, okay, irgendwelche Stücke, uralte Rüstung. Ja gut, okay, die haben wir, ist jetzt nichts Spannendes. Also, die uralten Rüstungsplatten bringen wir jetzt mal zurück. Warum hat er sich die nicht selber irgendwie geholt? Die flacken da unten ja wahrscheinlich schon eine Weile rum. Die hätte man ja auch holen können, ohne dass die Trox angegriffen haben. Aber gut, dann hätten wir ja nichts zum Töten gehabt. Und andere Sache, warum holen wir uns die ganzen Diamanten nicht, die da oben rumflacken? Also, das sieht mir aus, ob das gut was wert sein könnte. Der hohe Sitz heißt es hier.
Naja, einen Haufen Gänge hatten. Aber ich finde das Ding da cool, ne? Es hatte für mich damals schon eine gewisse Anziehung, wo man sich da noch reinbacken musste, um da reinzukommen. Da war das schon irgendwie sowas Besonderes, weil da nicht jeder hingekommen ist. Ich frage mich zwar, warum Blizzard dann das quasi dicht gemacht hat und nie jemand da reingelassen hat. Das war ja in Classic Burning Crusade und so. Ich glaube, erst mit Cutter kam das, dass man da was machen konnte, ne? Die ganze Zeit davor war das auch schon da, aber man konnte halt einfach nicht hin. Gut, okay. Dann schauen wir mal, was der Bran jetzt sagt zu diesen Teilen. Hier. Ich fühle es. Der Legende nach wird die Rüstung eines Bergkönigs beim Schmieden an den Zwerg gebunden, für den sie gemacht wurde. Nur diese Splitter sind noch übrig. Eine historische Rüstung wie diese neu zu schmieden, wird nicht einfach. Aber mit Grumnus Hilfe könnte es gelingen. Okay, dann gehen wir mal zu dem Grumnus. Der scheint anscheinend der Mann zu sein für sowas. Der ist hier im Loch Modan drüben, ne? Im Loch Modan. Hier. Ja gut, da fliegen wir hin, oder? Also dann nehmen wir die Flugroute, das ist wahrscheinlich schneller. Beim kleinen Grumnus. Wahrscheinlich braucht er dann auch noch Materialien. Da kann ich mir vorstellen, dass es das dann nicht gewesen ist. Wie geht's? So, Loch Modan, okay. Hab ich doch. Du kriegst die Traditionsausrüstung am Ende von der Questreihe. Deswegen mache ich das ja, ne? Deswegen habe ich mir den Zwerg ja auch unter anderem hochgespielt, dass ich die Traditionsausrüstung kriege. Aber sie ist anscheinend nicht hier in dem Dings drin, ne? Also da hast du leider nichts. Oh, die hatte ich damals, das Set, das Season 1 Set. Das hatte ich damals mit meinem Zwerg Hunter. Den gibt es, glaube ich, sogar noch auf Krakjin. Ich habe mal eine Weile auf dem PvP-Server gespielt zu Burning Crusade. Da habe ich ja, überwiegend PvP-Arena gespielt. Und da hatte ich das Set hier, das Season 1 Set. Das war ziemlich nice. Das aber nur, ich glaube, die erste und zweite Season habe ich mit dem Hunter gespielt. Und die anderen dann mit dem Hexen. Oder mit dem Hexenmeister habe ich, glaube ich, ich habe die zweite, die dritte und die vierte habe ich gespielt. Waren ja vier Seasons in Burning Crusade. Die erste habe ich leider nicht gespielt, da habe ich noch größtenteils PvE gemacht. Ja, aber das Hunter-Set, das hatte ich damals. Und diese geile Waffe, die du geschenkt bekommen hast, da musstest du, also musstest damals für das Set-Rating haben. Ich glaube, für Kopf und Schultern brauchtest du auf jeden Fall ein höheres Rating und für die Waffe brauchtest du ein hohes Rating. Und beim Hunter war es aber so, weil du ja für den Bogen schon ein Rating brauchtest du für die Zweihand-Axt, die hast du, glaube ich, ohne Rating oder so bekommen. Und das war eine ziemlich geile Waffe, ne? Also für den habe ich halt, den Hand habe ich nur so als Twink gespielt. Da so eine richtig krasse Waffe schon mal zu kriegen, das war schon recht nice, ja. Damals, ne, ein paar Schurken im BGs oder auch in der Arena einfach weggenatzt. So. Okay. Achso, wo man das 400er Item absahnt, das ist einfach die PvP-Quest. Kriegst du nur als Allianzler im Moment. So, jetzt müssen wir aber hier mal rein. Schön, in der Rüstung nur Fragmente übrig. Ach, jetzt ist der Bran auf einmal auch hier. Also so nach Uldua, ich bin nicht okay. Sicher, ob wir die Rüstung neu schmieden können. Wie komme ich denn jetzt schnell nach Uldua? Die müsste heißer brennen, als wir es je erlebt haben. Selbst wenn wir das Metall schmelzen könnten, würde ihr nicht mich einmal ein Winkelreißungswerk die Hitze aushalten. Ich nicht auch tun. Wie geht's? Keine Fort Sorge, Grumnus. Ich habe ein paar Freunde, die uns mit beiden Problemen helfen könnten. Okay, mit beiden Problemen, dann machen wir das mal. Also, wir müssen jetzt einmal nach Uldua kommen. Und zwar, ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe jetzt nur noch den Dingsruhestein auf. Aber ich kann nach, Moment, ich mache das anders. Wir machen das anders. Ich habe doch hoffentlich mit denen die Garnison soweit aufgebaut. Ich dachte mir schon, dass es ein Problem wird mit Ruhesteinen am Ende. Aber ich meine, ich habe die Garnison soweit aufgebaut, dass ich, dass ich zumindest das Portal nach Ashran habe und nach Ashran kann ich nach SW und von SW kann ich wiederum nach Dalaran. So. Den Zwerg, ich transmog ihn dann quasi mit der Traditionsausrüstung um, ne? Sobald ich die am Start habe. Die müsstest du einfach auf dem Schiff bekommen in Boralos kriegst du die.
Genau, hier habe ich das Portal. Boah, jetzt müssen wir Portalhopping machen. Mit 8.1.5 sollen ja die neuen Portalräume kommen. Also sowohl in OG als auch in SW. Und dann wird das ein bisschen chilliger. Dann hast du die ganzen Portale beieinander. Da musst du so solche Späße hier nicht mehr unbedingt machen, ne? Das könnte dann schon ein großer Vorteil sein. Ich muss näher ran. Hast du die dann für jeden Zwerg? Die müsstest du dann für jeden Zwerg haben. Ja. So, also. Und das ist am besten. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, ja, nach in die Burg quasi und in der Burg dann einmal rüber. So. Meinst du für die PvP-Ding? Ja, musst halt einfach 25 Gegner killen, ne? Einfach 25 PvP-Ziele, dann kriegst du dein Item. Und bist du im Wind? Ach, das ist irgendeine Pre-Quest, die brauche ich nicht. Aber das Dingsportal müsste ja noch da sein, das von Legion. Und dann müsste ich ja unten ins alte Dalaran kommen, über 10.000 Umwege. Das ist jetzt Portalhopping per Excellence quasi. Ah, aber so geht's am schnellsten, als wenn ich jetzt mit dem Boot nach Norden drüber fahre, das dauert wesentlich länger. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich habe die War Campaign mit den Chars gespielt. Aber wahrscheinlich brauchst du nicht, weil mit dem konnte ich es jetzt auch machen. So, und jetzt, ach nee, Würmru-Tempel dauert länger. Ich glaube, ich mach's hier rüber. Habt ihr jetzt mitgezählt? Ich hatte jetzt einmal das Portal in die Garnison, von der Garnison nach Ashran, von Ashran nach SW, von SW nach Dalaran, von Dalaran nach zum Schrein und vom Schrein komme ich jetzt wiederum ins alte Dalaran, wenn ich oben. Ach fuck it, oder? Die haben doch hoffentlich die Portale noch nicht weggenommen, oder? Ins alte Dalaran kommst du, glaube ich, noch hier oben. Und dann fliege ich einmal hoch. Also das ist jetzt die Portal-Chain, die ich jetzt laufe. Das wird, glaube ich, auch rausgepatcht. Genau. Jetzt komme ich ins alte Dalaran. Ja, stimmt, es fallen auch einige Portale weg. Da hast du vollkommen recht. So, und sobald wir jetzt im alten Dalaran sind, kann ich nur Ulduar hochfliegen. Meine Herren, das waren jetzt aber einige Portale, ne? Aber es ist das Schnellste, was du machen kannst. Ich hätte natürlich jetzt im neuen Dalaran auch das Portal unten zum Würmru-Tempel nehmen können, aber naja. Hey, grüß dich. Ich glaube, ich fliege da aber so hin. Wenn ich jetzt den Dings nehme, es dauert zu lang. Hier einmal hoch. Wenn ich den Wappenrock vom Identums-Turnier gehabt hätte, dann wäre es schneller gegangen, aber den habe ich mit dem Char nicht. Aber ist der Portalkreis komplett weg für immer? Oder ist der nicht auch dann im Dings drin? Weil das fände ich dann schon blöd, wenn du jetzt in Dings levelst, weißt du, in Cutter. Vor allem das Vashir-Portal, das müssen sie ja eigentlich lassen. Weil wie willst du denn sonst jedes Mal nach Vashir? Das ist ja übelst nervig. Naja, jetzt werden wir sehen. Jetzt muss ich dann am besten noch morgen oder übermorgen das 400er Item holen. Und müssen wir mal schauen, dass ich das noch mit ein paar Chars dann abklappe. Schau mal, ein Rieseneisenzwerg. Die haben was vor hier. Ach ja. So, also wir müssen jetzt auf jeden Fall nach Ulja fliegen. Und zu Ignis, oder? Ja. Rekrutiert Ignis, Meister der Eisenzwerge. Okay, also Ignis ist ja der dritte Boss da quasi, ne? Also da müssen wir einmal hin. Und der muss anscheinend dann mir helfen, diese Platten zusammenzuschmieden. Okay, anscheinend haben die Eisenzwerge ihn zurückgebracht in Ignis. Und anscheinend brennen die Öfen von Ulduar erneut. Aber wir mal sehen, was da so alles brennt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich so in die Instanz reinlaufen muss. Oder ob ich quasi direkt davor irgend so eine instanzierte Version habe.
kannst du auch mit dem Handy schreiben, oder nicht? Oder ist das dir zu schwierig und zu kompliziert? Okay, hier stehen schon ein paar Leute. Ich muss anscheinend tatsächlich rein, ne? In die Instanz. Jetzt schauen wir mal. Ach, okay, jetzt bin ich aber in der instanzierten Version. Ich bin direkt hier. Uldur, ich bin schon Jahre nicht mehr hier gewesen. Offenbar haben die Titanenhüter vieles instand gesetzt. Ach, der Flammenleviathan 2 ist hier. Okay, schau mal an. Schnell! Ignis braucht Hilfe! Unmengen vergessenes Wissen vor unserer Nase. Ach, schau mal an, die Titanenhüter haben das wieder instand gesetzt, den Laden. Sollen die jetzt killen hier, oder was? Hm. Also ich finde prinzipiell gut, dass die Portale zusammenlegen, ne? Also dass du, weil die sind teilweise schon SW auch verstreut und so. Also das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Bloß dass sie dir Portale wegnehmen, finde ich nicht gut, ne? Sachen, die man vorher gewöhnt war, wegzunehmen, ist immer ärgerlich und nervig. Es ist, naja, gut, dass es vielleicht notwendig ist, weil es irgendwann zu viele gibt, kann ich schon verstehen. Ja. Es gab ja auch mal eine Zeit lang diesen, dass jeder einen Mars-Rage spammen konnte. Das haben sie ja dann auch einmal wieder weggenommen. Das war vielleicht auch die richtige Entscheidung. Okay, aber also ganz ehrlich, wer macht denn noch, also Vashir ist eh schon unbeliebt, ne? Aber wer geht denn noch nach Vashir, wenn es nicht mehr ein Portal nach Vashir gibt? Also, das kann ich mir schwer vorstellen. Achso, mein gammeliges Pet, ne? Komm mal her hier, kämpf mal mit. Macht hier einfach nichts. Ja, das. Okay, Portal nach Asuna verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ich brauche vielleicht wegen neuem alten Dalaran, weißt du, dass das dann nicht so viel Sinn macht. Aber du hast ja dann noch den Dalaran-Ruhestein oder nehmen sie den auch raus? Weißt du? Weil den hast du ja theoretisch immer noch. Weil ich kann. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass in Zukunft Dalaran wieder irgendwo anders hingesetzt wird, ne? Und das ist, dass sie gleich sich für das schon mal vorbereiten. Das kann ich mir jetzt vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, ne? Aber das wäre so eine Möglichkeit, warum ich sagen würde, okay, vielleicht tun sie deswegen bewusst den Ruhestein rauslassen da. Aber gut, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Boah, das dauert aber ganz schön lang, bis ich den umgeklopft habe, ne? Mit meinem gammel-equippten Hunter hier. Da bist du gut beschäftigt. Einmal gut beschäftigt. Nebenbei muss ich nur gucken, dass er mich hier aus dem BG kicken, weißt du? So ein bisschen pseudomäßig, so ein bisschen hin und her. Danke, kleines Wesen. Die Schmiede steht wieder unter meiner Kontrolle. Ignis, wir brauchen eure Hilfe. Der Champion und ich müssen eine alte Zwergenrüstung neu schmieden. Die große Schmiede kann nicht mehr heiß genug brennen, um das Metall zu schmelzen. Nicht ohne eure Hilfe. Ein gewagtes Vorhaben. Als Dank für eure Hilfe biete ich euch meine an. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Flamme entzünden. Danke, Meister des Eisenwerks. Gute Arbeit. Wir können mit meiner Flugmaschine zurückfliegen. Kommt mit! Hä? Wir haben jetzt diese Eisenstücke geholt. Laufen jetzt hier rein. Gehen zu Ignis. Helfen dem Gammler, ja? Dass er seine blöden Feuerinventare hier killt. Und jetzt? Ja, ne, wenn die Zeit gekommen ist, dann schmiede ich die Scheiße für dich. Okay, schön, ja? Soweit ganz gut. Und jetzt fliegen wir ungetaner Dinge wieder zurück. Warum? Da muss ich ja nochmal hierher. Ich bin jetzt durch 20 Portale gehüpft, gefühlt, ja? Leicht Übertreibung. Bin hier angekommen und jetzt sagt der Typ mir, ja, ich mach das, aber komm dann irgendwann später nochmal. Ja, und wo ist jetzt diese komische Flugmaschine? Wo ist denn jetzt der Typ? Warte mal, wo ist er denn jetzt hin, Bran? Wo ist jetzt seine Flugmaschine? Wird mir die irgendwo angezeigt? Nee. Ja, schöne Scheiße. Was muss ich denn jetzt machen hier? Ah, da hinten ist die Flugmaschine, okay. Warum hat er mich denn nicht gleich hergeflogen? Das wäre doch mal eine schöne Tat gewesen, wenn er schon so eine schicke Flugmaschine hat. Ja, du bist mir auch einer. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, ich verstehe jetzt halt null, warum er nicht das Eisen gleich mitgenommen hat. Was ich gerade mache, ich mache gerade diese Dings-Quest, ne? Hier,
die Zwergen-Story-Quest, wo wir am Ende die Traditionsausrüstung kriegen sollen. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt mit dem, also ich habe bis jetzt so ein Eisenzeug besorgt, aus dem Keller quasi von hier, von Eisenschmiede, ne? Die Antworten sind hier. Ich fühle es. Jetzt darf ich wieder in den Dran, Keller zurück? Bronzebart. Bergfels, gut, dass ihr gekommen seid. Wir brauchen eure Hilfe. Der Champion muss über längere Zeit in Steingestalt bleiben, um glühende Hitze auszuhalten. Ich verstehe. Es gibt ein Ritual, das euch helfen könnte. Euer König hat es einst vollzogen. Magni? Nein, 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 nein. Das verlange ich niemandem ab. Egal, was auf dem Spiel steht. Keine Angst. Azeroth hat seinen Sprecher schon gerufen. Die Steingestalt des Champions wird nur vorübergehend sein. Ich brauche aber einen Überrest des vorherigen Rituals, wenn ich es für euch vollziehen soll. Na gut. Champion, lasst uns in der Altstadt von Eisenschmiede nach Überresten von Magnis Ritual suchen. Ich hoffe nur, das funktioniert. Okay, wo sind die Über... Also die Überreste sind natürlich jetzt wieder im Keller von Dingsda-Bumster. So, jetzt haben wir nochmal einen Ruhestein. Dann gehen wir jetzt einmal in den Keller. Okay. Also ich habe auch gehört, dass auf dem PTR der Kreis noch da sein soll, ne? In Kataklysm. Aber mal gucken, vielleicht nehmen sie ihn ja... Ach, fuck, das... Ah nein, mit dem habe ich ja den Ruhestein hier hinten. Shit, das habe ich ja vollkommen vergessen. Jetzt bin ich natürlich in, ne? Hier beim Schar des Zorns habe ich ja meinen Ruhestein. Aber ich habe ja noch den Dalaran-Ruhestein. Also ich muss jetzt in den Keller von IF quasi. Da dieses Ritual machen. Und wahrscheinlich muss ich danach wieder zurück nach Uldur. Aber weh, ich muss da nochmal hinfliegen. Hallo. Tja, wir werden es dann spätestens sehen, wenn das Ganze live kommt, ne? So, einmal nach Eisenschmiede. Ich dachte mir schon, dass das ein ziemliches Hin und Her wird. Das dachte ich mir schon. Luderloder. Einmal raus aus dem Bums hier. Hab extra meinen Widder rausgezogen, ne? Hier. Den Kriegswidder. Ja, im Endeffekt ist es ja der Keller, oder? Da, wo halt nicht so oft durchgewischt wird, da müssen wir jetzt hin. Die Kreise bleiben. Na, siehste. Was sonst wäre es ja auch blöd, ne? Sonst, weiß ich nicht. Könntest du Waschir komplett abschreiben und die anderen Gebiete wäre halt auch kacke, weil du ja ewig hinbrauchst. Gut, okay. So, im Keller sind wir angekommen. Wo müssen wir hin? Nach oben, okay. Sieht schon cool aus hier, definitiv. Den Stuhl hätten sie aber wieder aufrichten können, ne? Ich bin ganz Ohr. Und jetzt? Ach, da liegt ein Diamant rum. Man sieht sich. Das war's jetzt. Wir haben den Diamant aufgeklaubt, müssen wir wieder nach oben, oder was? Okay, also dann wieder einmal zu dem Typen zurück. Der steht jetzt aber zum Glück oben. Nicht, dass ich wieder nach Lochmodan muss. Das wäre jetzt eher suboptimal. Ich hatte es, bin ja nebenbei im BG drin, ne? Dann stehe ich da so halb AFK rum. Und dann kommt da so ein Mage an und tut seinen riesen Pyro auf mich casten. Und im letzten Moment drücke ich, weil ich hier mit dem Elf bin, Shadow Meld, ne? Das ist so ein richtiges Fragezeichen über seinem Kopf. Da wollte er viel, konnte aber wenig. So, einmal beim Qu Wer ist denn jetzt eigentlich hier als König drin? Muradin. Ach, der Muradin ist jetzt quasi. Boah, ich war so lange schon nicht mehr in Dings, ne? Seit. Okay. Muradin ist es jetzt. Okay, ach, die beiden Typen sind jetzt auch hier. Okay, wunderbar. Die Erde ruft. Und jetzt? Hallo. Räumt die Schmiede! Müssen wir. Ach so, schau mal. Ah! In mir lebt.
liebt die Erde selbst. Sie ist ein Teil von mir und ich von ihr. Ah, jetzt machen wir das Ritual, okay, interessant. Ich höre auf die Antwort des Berges. Champion, eure Haut ist Stein. Azeroth hat euch Stärke gewährt. Ihr seid bereit. Die Temperatur steigt, kleines Wesen. Ach, Ignis ist jetzt auch hier. Ach, der macht jetzt hier den Ofen heiß. Ah, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir hier... Ah, da müssen wir jetzt hin. Nice, dass der jetzt hierher gekommen ist. Wie ist der denn hier reingekommen? Flammen des Schöpfers! Ergreift die Rüstung! Eure Haut wird nicht verbrennen! Es sei geschmiedet! Okay, es sei geschmiedet. Und jetzt, wo muss ich jetzt hin? Achso, jetzt muss ich zum Schmiededing. Okay, eine coole Quest 3 bis jetzt. So, und jetzt? Jetzt schmieden wir hier so ein bisschen, oder was? Ich stehe doch richtig. Hallo? Laufen wir da nochmal hin? Oh nein, oder? Habe ich jetzt einen Disconnect genau jetzt? Nein! Mitten in der Questreihe? Ach, tu mir doch jetzt sowas nicht an. Jetzt muss ich wieder neu einloggen. So eine Kacke. So, da sind wir wieder. Ich hatte gerade einen Disconnect. Jetzt weiter hier in der Questreihe. Und zwar müssen wir jetzt das Eisen einmal hier zur Schmiede bringen. Da war ich ja vorhin schon unterwegs, bevor ich rausgedisconnected bin. Und jetzt... Schlag das Metall, um es zu formen! Wir hauen zwar leicht durch den Block durch, aber sieht gut aus, ja. Können wir es aufnehmen? Jetzt? Jetzt können wir es abgeben. Jetzt kann ich auch wieder einigermaßen zügig laufen. Was geht euch durch den Kopf? Wie geht's? Neugier muss gestillt werden. Wo müssen wir denn jetzt hin? Volk des Bergkönigs zu Moradin, brauchen wir in dem hohen Sitz. Der hohe Sitz quasi hier drin. Ah, okay. Zum Moradin müssen wir. Auf dass die Schmiede euch stellt! Für Kasmodan! Oh, jetzt haben wir die Ausrüstung gekriegt hier. Einmal tutti completti. So, jetzt schauen wir uns das Set mal an. So sieht's aus. Das sieht dicke aus, definitiv. Und das können wir jetzt Traditionsausrüstung des Bronzebarts. Und das können wir jetzt einmal transmoggen. Das macht definitiv was her. Muffis, Knabberlis, Glücksbringer und Beute. Ich habe ganze zwei Sets, ne? So, jetzt muss ich mal noch gucken. Das nehmen wir schon mal mit. Jetzt schauen wir mal, was wir hier als Umhang... Okay, aber warte mal, kann ich gibt's nicht ausblenden? Ausblenden sieht natürlich eigentlich fast am besten aus, oder? Gibt's irgendwas Cooles, was ich hier als Umhang nehmen kann? Irgendwas Rot-Goldenes wäre doch schick. Warte mal, fangen wir mal... Okay, es gibt verdammt viele Umhänge, ne? Gibt's irgendwas... Nee, der passt auf jeden Fall nicht. Ich schau jetzt mal durch, ob ich irgendeinen finde, der gut passen würde, aber... Den finde ich gar nicht schlecht. Irgendwie sowas Rot-Goldenes. Wär nicht so verkehrt. Nee. Schauen wir mal, ob ich einen... Nee, der passt auch nicht. So fix durchdingsen quasi. Der wird eigentlich passen. Schauen wir mal, ob ich noch einen besseren finde. Eher nein, eher nicht. Oder sowas. Nee, ich glaube, ich bleib bei dem. Ich brauche aber dann halt noch eine bessere Waffe, ne? Irgendwie auch so. Das wäre schon gar nicht schlecht. Gut, das beim jetzt im Zwerghand. Ich brauche irgend so eine. So eine, die. Ich habe. Okay, das sind alle Schusswaffen, die ich habe. Das ist nicht viel. Das könnte ich dazu nehmen. Das war eher so ein Pandan-Ding. Schau mal, ich habe halt echt nicht viele Schusswaffen, ne?
Ja gut. Das sind nicht sonderlich viele. Naja. Ich glaube, ich bleibe wirklich bei dem einen. Ey, das passt halt überhaupt nicht dazu. Ist eigentlich auch nicht so wirklich, aber die sieht wenigstens einigermaßen cool aus. Nee, ich bleib bei der kleinen hier. Die ist zumindest so ein bisschen in diesem Goldton. So, jetzt schauen wir uns die Rüstung mal an. Und nun lebt wohl. Sieht schon dicke aus, das Zeug. Gut, der Umhang passt jetzt doch nicht ganz so dazu und die Waffe vielleicht auch nicht. Naja, doch, es geht zumindest so in die Richtung, ne, die Waffe. Zumindest ein bisschen. Was, Kopf weg, please? Du meinst den Kopfding? Nee, das gehört ja dazu. Das gehört ja hier zu der Rüstung. Nee, die ist schon cool. Jetzt habe ich für den Zwerg auch endlich mal irgendeinen Transmog, der halbwegs sinnig ist. Jetzt könnten wir hier noch den Widder anmachen. Und ja, dann sind wir mit der Questreihe durch. Habe ich... Nee, das ist eine andere Quest. Genau, das war's jetzt. Ja, die war doch einigermaßen lang, die Questreihe. Gut, das war's. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao.